Servus Leute und schön, dass ihr reingeklickt habt. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und was ich dazu sagen soll, weil diese News ist wirklich ein Hammer. Es geht darum, dass offensichtlich Microsoft bald Activision Blizzard kaufen wird. Und nachdem sie vor gar nicht so langer Zeit erst ZeniMax und halt Bethesda damit gekauft haben und man gesagt hat, boah krass, das ist ja ein Monster-Deal, hauen sie den nächsten raus, der nochmal eine Schippe drauflegt. Also das ist enorm. Aber man muss hier die ein oder anderen Details noch klären. Also sowohl für uns jetzt als auch für Microsoft und Activision Blizzard muss noch was geklärt werden. Für uns muss nämlich geklärt werden, ganz wichtig, dass man festhält, Nummer 1, der Deal ist noch nicht vollzogen. Das heißt, noch ist Activision Blizzard ein eigenes Unternehmen und gehört eben noch nicht Microsoft. Aber ja, zweitens, das soll passieren. Die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten und man hat eigentlich sich schon die Hand gereicht, dass das auch so passieren soll. Und es geht hier um die wahnsinnige Summe von 69 Milliarden US-Dollar. Eine unglaublich hohe Summe und naja, wenn das jemand stemmen kann, dann natürlich Microsoft. Und das Dritte, was man dann noch klären sollte, ist, ja, im Prinzip würden auf diese Art und Weise dann unzählige Studios und auch unzählige Spiele in naher Zukunft unter der Flagge von Microsoft laufen. Das bedeutet, unter anderem betrifft das ein Diablo, es betrifft ein StarCraft, es betrifft ein World of Warcraft, es betrifft aber auch ein Call of Duty zum Beispiel. Naja, und es betrifft auch Candy Crush. Das sollte aber die wenigsten von uns jetzt so richtig heftig erschüttern, würde ich mal sagen. Viel wichtiger stellt sich hier natürlich die Frage, was kann hier jetzt noch schief gehen? Warum ist der Deal noch nicht unter Dach und Fach? Also was bedeutet das überhaupt? Und was hat das für Auswirkungen für all diejenigen, die vielleicht nicht Microsoft-Zocker sind? Bedeutet, die weder am PC noch an der Xbox zocken, sondern vielleicht mit einer PlayStation unterwegs sind? Was hat das für die Zocker für Auswirkungen? Also, das ist alles noch nicht genau zu beantworten. Zuallererst aber die Frage, was kann hier noch schiefgehen? Warum ist der Deal noch nicht safe? Naja, der ist halt quasi safe. Also zwischen den Parteien ist das Ganze schon geklärt. Mehr oder weniger, würde ich sagen. Sonst hätte man auf Seiten von Microsoft nicht einen solchen Blog-Eintrag gemacht und das als News schon verkündet. Das heißt, das ist eigentlich schon quasi in trockenen Tüchern. Was jetzt hier noch schiefgehen könnte, wäre zum Beispiel irgendwelche Aufsichtsbehörden, die hier irgendwas dagegen haben, wegen Monopolstellung oder so. Da wird noch viel spekuliert, ob da noch jemand irgendwie einen Einspruch einlegen könnte. Ich persönlich bin aber der Meinung, hier geht es eigentlich nur noch um Formalitäten. Ja, in der Theorie kann hier natürlich noch einiges schief gehen, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Microsoft ist ein riesiges amerikanisches Unternehmen. Ich glaube, die werden da schon irgendwie wuppen und das wird im Laufe der nächsten Wochen auch ganz fix, ganz safe sein. Die andere enorm wichtige Frage, die man sich natürlich stellen muss als PlayStation-Zocker, wie ich es einer bin, was hat das vielleicht für uns für Auswirkungen? Und ja, für mich persönlich hat das bei den meisten Spielen keine Auswirkung, weil ich mag ja zum Beispiel auch keine Rollenspiele. Das heißt, ein Diablo oder ein World of Warcraft interessiert mich einfach nicht. Das heißt, da ist mir das egal, ob das unter Microsoft-Flagge läuft oder nicht. Aber bei Call of Duty hätte das schon irgendwo auch Konsequenzen, die mich belasten könnten. Vor allen Dingen, wenn es auch um Warzone geht. Denn es ist in der Theorie zumindest ja durchaus möglich, dass Microsoft sagt, super, das Unternehmen gehört jetzt uns, die Spiele gehören jetzt uns. Wisst ihr was? Lasst uns diese Spiele einfach nur noch auf der Xbox und auf dem PC veröffentlichen. Und schon stehen wir mit der PlayStation dumm da, denn dann hat sich das erledigt mit dem nächsten Call of Duty und Warzone. Ist es aber wahrscheinlich, dass das Ganze nur noch auf PC und Xbox erscheint? Ich würde sagen nein, weil man sich ja auch sehr vieler Verkäufe damit entledigen würde. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft das will. Die wollen ja auch wieder Geld machen mit diesem Einkauf auf lange Sicht gesehen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so ein typisches Microsoft-Spiel ist, ja, Call of Duty, um damit zu sagen, hier, das gibt's nur noch bei uns. Also klar, würde das den einen oder anderen motivieren, vielleicht zu wechseln, wenn er bisher auf Sonys Seite stand. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil es gibt einfach auch unzählige Zocker auf PlayStation 4 und PlayStation 5, die gerne Call of Duty spielen und weiterhin spielen wollen. Und ich glaube nicht, dass dann so viele abspringen und sofort zu Microsoft wechseln. Schwer zu sagen, aber nach den Aussagen von Phil Spencer, der das eben verkündet hat, scheint das Ganze nicht geplant zu sein. Man will weiterhin den Fokus darauf legen, dass die Communities beibehalten werden und dass die Spiele auf so vielen Plattformen wie möglich unterstützt und verkauft und veröffentlicht werden können. Also diese Aussage, wenn sie sich denn bewahrheitet, deutet eher darauf hin, dass vor allen Dingen vielleicht so ein Call of Duty jetzt nicht plattformexklusiv sein wird. Und natürlich hat man
Ein Vorteil, man hat ja diesen super geilen Xbox Game Pass und den will man damit ausweiten. Bedeutet, man hat natürlich vor, aus dem riesen Portfolio, der zu Activision Blizzard gehört, auch ja das voll auszuschöpfen und da einfach sehr viele Spiele in den Game Pass reinzupacken, also auch Spiele, die vielleicht schon 1, 2 oder sogar 10 Jahre alt sind, dass man die dann eben, wenn man diesen Game Pass hat, kostenlos zocken kann. Aber natürlich soll das auch ausgeweitet werden für alle zukünftigen Spiele, die sollen dann auch sofort im Game Pass sein. Man möchte also noch mehr Kunden für den Game Pass gewinnen und das wird natürlich ein Anreiz für viele sein, die bisher noch gehadert haben. Mal abgesehen davon, dass nebenbei noch verkündet wurde, man hat bereits 25 Millionen Abonnenten. Das ist eine sehr beachtliche Zahl. Da wird es natürlich auch spannend, ob Sony da so ein bisschen zurückschlagen kann, was so die Abonnenten und so einen Game Pass betrifft. Da gibt es ja auch heiße Spekulationen, dass Sony das eben auch plant, so einen eigenen Service, wo man eine große Spielebibliothek erhalten wird und dort Spiele dann für einen Aufpreis, für einen monatlichen Aufpreis einfach immer wieder spielen zu können. Und zwar egal, welche Spiele man will, egal wie oft man will. Also quasi Netflix fürs Gaming, also genau das, was der Xbox Game Pass auch schon bietet. Habe ich auch schon eine News drüber gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist natürlich ein anderes Thema, aber genauso interessant. Die Frage abschließend bleibt jetzt hier, was hat das vielleicht wirklich für Auswirkungen? Habe ich ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass die Auswirkungen so enorm sind, dass es jetzt exklusive Spiele geben wird, aber das gibt nochmal einen richtigen Boost, dass Microsoft natürlich einfach unglaublich viele Studios besitzt und viele Spiele exklusiv machen könnte, wenn sie es wollten, aber zumindest unter deren Namen, unter deren Flagge laufen wird und das macht auch einen Eindruck, einen gewissen Eindruck. Und Sony setzen sie damit natürlich auch irgendwo unter Druck. Für mich stellt sich vor allen Dingen die Frage, wie seht ihr das aber? Glaubt ihr, es könnte doch eher zu exklusiven Spielen kommen oder eher nicht? Und wie sehr beschäftigt euch das? Macht euch das fertig? Glaubt ihr, das könnte wirklich eine Verschiebung des Gamings irgendwie bedeuten auf die eine oder andere Weise? Oder glaubt ihr, am Ende hat man einfach nur mehrere Studios eingekauft und es ändert sich erstmal nicht so viel, vor allen Dingen, wenn es diese Spiele nicht exklusiv für Microsoft-Systeme geben sollte? Ich bin sehr an eurer Meinung interessiert und hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen und geholfen hat. Wenn dem so war, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns bei meinem nächsten Video schon wiedersehen. Macht's gut.